Jacek ist Leiterin vom Zentrum Polis, Vorstandsmitglied in der Österreichischen Liga für Menschenrechte sowie Mitglied des Education Policy Advisor Networks des Europarats. Sie ist Expertin für Menschenrechte, Integration, Beteiligung und sozialen Zusammenhalt. Wir haben Sie dafür gewonnen, uns heute zu besuchen und durch Ihren Impuls unseren Blick zu weiten und uns auf den Abend einzustimmen. Wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen und bitten Sie um Ihren Beitrag. Weil ich überhaupt nicht daran gewöhnt bin, auf Vorarlbergisch über diese Themen zu reden. Andererseits geht es jetzt irgendwie nicht anders, dass ich halt immer hin und her switch und mit dem müssen wir jetzt halt leben, dass es manchmal Hochdeutsch, manchmal Wienerisch, manchmal Vorarlbergisch wird. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Es ist eine große Ehre. Dorn bin ich einfach bekannt dafür, dass da ganz tolle Dinge passieren. Auch in unserem Zentrum Polis weisen wir immer wieder auf die Partizipationsprojekte, die in Dornbirn stattfinden, hin. Das ist umso wichtiger, als in der politischen Bildung und in der Bildung insgesamt auch irgendwie so eine Wien-Lastigkeit immer da ist und man sehr häufig eben Projekte aus der Großstadt vorstellt und wir sind immer total happy, wenn wir eben beweisen können, dass über ganz Österreich verstreut diese wichtigen und tollen Partizipationsprojekte passieren. Ich möchte euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen zum Thema Status der Demokratie global. Das heißt, es fängt ein bisschen ernst an. Dennoch etwas zum Thema Demokratie lernen, so wie wir es bei Zentrum Polis Politik lernen in der Schule anwenden und am Schluss dann den Bogen zur Partizipation spannen. Das heißt, das Thema des heutigen Abends dann auch noch ansprechen. Schauen wir vielleicht auf die erste Folie. Die Demokratie ist, kann man sagen, weltweit in den letzten Jahren in der Krise. Wenn wir gleich auf die nächste Folie gehen. Wir haben den Höhepunkt der Demokratisierung, der sich im Nachklang des Zweiten Weltkriegs ergeben hat, überschritten. Und zwar schon seit 2005. Also im Jahr 2005 hat es die weltweit höchste Anzahl an Demokratien auf der Welt gegeben. Das war geschuldet natürlich diesem Riesenschock nach dem Zweiten Weltkrieg, Demokratisierungsschub in den 70er Jahren, Zerfall der Sowjetunion, Dekolonisierung, das größte Projekt der Menschenrechtsbewegung, das eigentlich ein großer Erfolg ist. Das heißt, 2005 haben wir da den Höhepunkt erreicht. Man sieht, da hat es damals 89 Demokratien, echte, funktionierende Demokratien auf der Welt gegeben und seither geht es langsam zurück. Das ist den unterschiedlichsten Krisen geschuldet, da haben wir jetzt gar nicht die Zeit, heute genauer darauf einzugehen, aber das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und ihr seht auf der Folie auch, dass die Anzahl der unfreien Länder auch zugenommen hat, natürlich im Gegenzug. Die Zahlen, die ich euch da präsentiere, kommen aus dem Freedom House Report, die sind relativ neu, das ist der aktuelle Bericht 2022 und der spannt eben so einen Vergleich von 2005 bis 2021. Auf der nächsten Folie sehen wir, dass derzeit 8 von 10 Personen auf der Welt in unfreien Staaten leben. Das heißt, nur 2 Personen auf der Welt von 10 leben eigentlich in einer richtigen Demokratie. Das, wenn man sich das vor Augen hält, ist das doch ein relativ geringer Prozentsatz von Menschen, die den Luxus haben, dass sie in einer Demokratie leben können. Und ihr seht es auch da, wenn ihr die Zahlen von 2005 euch anschaut, wo eben nur 46% in freien Staaten gewohnt haben, hat sich das bis 2021 auf 20,3% reduziert.
Auf der nächsten Folie, nachdem diese Prozesse ja nicht einfach linear stattfinden, sehen wir, dass das Jahr 2005 auch das letzte Jahr war, in dem quasi die Anzahl der Staaten, die Fortschritte gemacht haben, größer war als die Anzahl der Staaten, die quasi Rückschritte, was ihre Demokratiequalität betrifft, gemacht haben. Und man sieht es dann, es gibt eigentlich seither kein einziges Jahr, wo quasi die Fortschritte die Rückschritte überwogen hätten. Auf der nächsten Folie, wer von euch die Freedom House Seite vielleicht kennt, die ganz, ganz viele Informationen zur Demokratie enthält, der weiß, dass man da für jedes einzelne Land auch ein Demokratieprofil sich anschauen kann. Und wenn wir uns jetzt Österreich anschauen, das ist das Screenshot quasi von der Zusammenfassung, dann sehen wir, dass auch Österreich quasi nicht die Maximalzahl an Punkten erhält, die eine funktionierende, freie Demokratie erreichen könnte. Das heißt, wir haben 93 von 100 Punkten laut diesem Index und haben einige Minuspunkte. Wenn ich jetzt in die Runde fragen würde, bin ich mir sicher, dass ihr die Minuspunkte benennen könntet. Das sind die Dinge, die uns natürlich in der Gesellschaft laufend beschäftigen. Das sind Sachen wie mangelnde Transparenz, das ist der Anstieg der Korruption in der Politik, das ist der fehlende gleichberechtigte Zugang zur Wahl zum Beispiel, weil bei uns halt relativ viele Leute von Wahlen ausgeschlossen sind durch das restriktive Staatsbürgerschaftsgesetz. Es ist die noch nicht gut ausgeprägte Repräsentanz von Frauen in der Politik. Also solche Dinge führen dann quasi zu Minuspunkten. Nichtsdestotrotz gehört Österreich natürlich zu den stabilen, echten Demokratien auf dieser Welt. Man kann das ins Detail dann sich anschauen und da ziemlich gut hineinzoomen und dann auch Ländervergleiche anstellen und schauen, wer gerade wo steht. Und es wird da quasi jährlich aktualisiert. Das ist noch ein anderer Demokratieindex, der das Ganze vom Economist, da sieht man es einfach, die blau eingefärbten Länder, die dunkelblau eingefärbten sind die wirklich ganz gut aufgestellten Demokratien und die dunkelrot eingefärbten Länder sind die Diktaturen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man schon, dass da so richtig dunkelblau relativ wenige Länder sind. Also das ist da zum Beispiel Neuseeland oder die skandinavischen Länder. Aber wenn man sich anschaut, gibt es doch überall dann Abstriche, wo man sieht, aha, da gäbe es noch Möglichkeiten, die Qualität der Demokratie in dem Land zu verbessern. Ich möchte das Ganze noch ein bisschen anreichern mit ein paar Befunden aus Österreich. Manche von euch werden vielleicht den österreichischen Demokratie-Monitor von SORA kennen. SORA erhebt seit 2018 quasi die Einstellung der Österreicher und Österreicherinnen zur Demokratie. Und man kann jetzt da halt quasi über 5 Jahre die Entwicklung schon verfolgen. Auf die Frage, wie glaubt ihr denn, dass das politische System in Österreich funktioniert, gut oder schlecht, haben im Jahr 2018, das war sozusagen der Startpunkt dieser Befragungen, jeweils, ihr seht es, oberes finanzielles Drittel, mittleres finanzielles Drittel, unteres finanzielles Drittel, 85, 66 und 49% der Menschen gesagt, das politische System in Österreich funktioniert sehr gut oder ziemlich gut. Und dann seht ihr, wie sich das verändert hat im Lauf der nächsten 4 Jahre. Was ich an dieser, also 2019, könnt ihr wahrscheinlich erraten, was den Absturz ausgelöst hat. Das war der Ibiza-Skandal, genau. Und dann hat sich ein bisschen erholt wieder, 2020. Und dann, auch das wird euch ganz klar sein, Pandemie, Corona-Management 2021. Da hat es dann 2 Befragungen gegeben, hat sich eben von der ersten auf die zweite Jahreshälfte nochmal eine Verschlechterung ergeben. Das sind so mittelträchtige Befunde. Das Gute an dieser Grafik, finde ich, ist, dass man sieht, dass sie sich verändert, je nachdem, wie die politische Kultur gerade ist. Das heißt, die Einstellung zur Demokratie hängt schon sehr von dem auch ab, wie sozusagen die Politik sich gerade verhält und was sich gerade tut. Das ist an und für sich
etwas, was positiv ist, weil es bedeutet, die Distanz zur Politik entsteht nicht einfach so, sondern die entsteht in einer Wechselwirkung. Und das heißt, diese Distanz zur Politik kann man auch wieder überwinden, wenn man entsprechende Maßnahmen setzt. Das finde ich das Gute an der Grafik, die Zahlen selber sind jetzt nicht so gut. Ja? Also wenn wir da bei 54% im oberen Drittel sind, dann finden es halt irgendwie nur noch die Hälfte der Leute super, wie es läuft. Ne? Aber gut, wenn man uns jetzt fragen würde, weiß ich auch nicht, wir könnten das abstimmen, würden wir wahrscheinlich auch nicht auf 100% Zustimmung kommen. Nicht? Also, dann schauen wir noch die nächste Folie. Zusätzlich zu dem, wie denn so die Einstellung zur Demokratie allgemein ist, erhebt der Demokratiemonitor, also wie denn die aktuelle Einschätzung ist, erhebt der Demokratiemonitor immer noch die grundsätzliche Einstellung zur Demokratie. Das heißt, unabhängig davon, wie denn gerade die politische Kultur ist, wie die aktuelle Lage einschätze, wie stehe ich denn zum System Demokratie? Und da, wenn man sich, also ich beziehe mich jetzt nur auf den oberen Teil der Grafik und lasse den unteren, wo es um die Einstellung zu den Corona-Maßnahmen geht, weg. Da, wenn man sich das anschaut, dann kommt man auf ein Ergebnis, das meiner Meinung nach zwar schon ein bisschen beunruhigend ist, aber auch irgendwie wieder Hoffnung gibt. Es sind nach wie vor 75% der Menschen davon überzeugt, dass die Demokratie die beste Staatsform ist und das haben eine positive Einstellung zur Demokratie und wünschen sich eine Stärkung der Demokratie und eine Weiterentwicklung. Das heißt, der überwiegende Teil der Menschen wünscht sich nicht diesen sogenannten starken Mann, das sind ungefähr 10%, und dann gibt es noch so 10-15%, die halt manchmal schon ganz gern jemanden hätten, der mal auf den Tisch knallt oder so und für Ordnung sorgt, damit da irgendwas weitergeht. Aber es sind doch relativ viele Leute nach wie vor der Überzeugung, dass die Demokratie es wert ist, dafür einzustehen und zu kämpfen. Und das sind jetzt alles in allem nicht so positive Befunde, die ich euch da präsentiere, aber mir war es wichtig, mit dem einzusteigen, weil das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist der Rahmen, in dem wir unsere Bildungsprojekte machen und das ist der Rahmen, in dem die Beteiligungsprojekte stattfinden und das ist auch der Rahmen, in dem wir alle leben. Das heißt, das beeinflusst uns ja eigentlich auch alles und das können wir nicht wegblenden. Und diese 75% da, das sind aber auch die, das ist der Hebel, an dem man auch drehen kann. Also das sind ja auch die, die bereit sind, sozusagen sich zu engagieren und die man vielleicht auch dazu bringen kann, an der Weiterentwicklung der Demokratie dann mitzuarbeiten. Auf der nächsten Folie sehen wir was, das haben wir jetzt vorhin auch schon ein paar Mal gehört, es gibt so ein Wechselspiel in der Demokratie, eine funktionierende Demokratie, braucht zwei Sachen. Es braucht auf der einen Seite funktionierende Institutionen, auf der anderen Seite braucht es aber Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, sich zu engagieren und sich zu beteiligen. Und zwischen diesen zwei Säulen gibt es ganz, ganz viele Wechselwirkungen. Das heißt, wenn die Institutionen gut funktionieren, wenn quasi die Politik als etwas Positives wahrgenommen wird, dann sind die Bürger und Bürgerinnen im Normalfall bereit, sich zu engagieren. Umgekehrt ist es aber so, dass die Wechselwirkung wieder so sein kann, dass Bürger und Bürgerinnen sich darüber aufregen, dass die Institutionen nicht so gut funktionieren und durch ihr Engagement dann dazu beitragen, dass die Institutionen sich wieder weiterentwickeln. Das heißt, da gibt es ein ganz vielfältiges Wechselspiel und ein Hin und Her. Und das ist auch dieses Wechselspiel, das eben für Partizipation und Beteiligung ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte euch jetzt noch ein Konzept vorstellen, das ich persönlich ganz hilfreich finde, wenn es ums Entwickeln von Unterrichtsmaterialien geht und ums Entwickeln von Bildungsprogrammen. Das ist entwickelt worden von einem deutschen Politikdidaktiker, von Gerhard Himmelmann. Der teilt Demokratie ein in drei verschiedene Arten. Demokratie einerseits als Herrschaftsform, das heißt die Demokratie, so wie wir sie kennen, der Staat, wie er funktioniert, der Parlamentarismus, die Gewaltenteilung, die indirekten und die direkten Mechanismen, die es gibt, sich an der Demokratie zu beteiligen, das heißt die Staatsform einfach. Dann Demokratie als Gesellschaftsform. Das heißt, das, was sich in einer pluralistischen Zivilgesellschaft abspielt,
das bürgerschaftliche Engagement und die freie, vielfältige, auch mediale Öffentlichkeit. Und als drittes die Demokratie als Lebensform. Das ist sozusagen das, wo man Demokratie im Alltag erleben kann. Das könnte die Schuldemokratie sein, das kann genauso die Erfahrung von Demokratie in der Familie sein, im Freundeskreis etc. Und Partizipation und Beteiligung hat natürlich ganz viel mit Gesellschaftsform und Lebensform zu tun, wirkt aber natürlich auch in den Bereich der Herrschaftsform hinein. Ich finde es immer ganz interessant, sich das vor Augen zu führen, in welchem dieser Bereiche man sich gerade bewegt und wie die miteinander in Verbindung stehen. Auf der nächsten Folie, mir bringt es dann zu der Frage, wie entwickeln wir eigentlich demokratische Kompetenzen? Wir wünschen uns ja alle, dass Jugendliche die Schule verlassen als mündige Bürger und Bürgerinnen. Wir sehen uns als lebenslang Lernende, die eigentlich sich permanent mit der Demokratie auseinandersetzen sollen, wollen und auch müssen, weil sie sonst verknöchert. Und da gibt es ein Konzept vom Europarat, das ich relativ einfach finde, aber sehr eingängig. Das eine, was wir machen, ist, dass wir über die Demokratie lernen. Das heißt, das Wissen über die Demokratie. Wie funktioniert die Demokratie? Wie funktionieren demokratische Prinzipien? Das heißt Theorie quasi. Das beinhaltet natürlich Wissen über das, was wir vorhin in dem Konzept von Himmelmann gesehen haben, über die Herrschaftsform, aber auch über das Konzept der Demokratie allgemein. Und dann als zweites das Lernen durch die Demokratie. Das wäre wieder das Lernen als Prozess gesehen. Lernen durch Demokratie, indem man eben den Lernprozess selber demokratisch organisiert, indem man sich auch Gedanken machen kann, zum Beispiel in der Schule darüber, wie denn der eigene Lernprozess ausschauen soll, welche Inhalte einen interessieren, indem man projektbasiert lernt etc. Das heißt, da geht es um den Prozess des Lernens und dann, indem man Lernen für die Demokratie, dann eben diese Kompetenzen, die man sich angeeignet hat, tatsächlich anwendet. Und ich finde das, wenn man über Beteiligungsprojekte nachdenkt, eine relativ eingängige Einteilung, gerade das Lernen durch die Demokratie und das Lernen für die Demokratie sind natürlich die zwei Sachen, die für Partizipation ganz besonders relevant sind. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist natürlich nach wie vor so, dass dieses Lernen über Demokratie im schulischen Kontext fallweise vielleicht zu dominant ist und das Lernen durch Demokratie und Lernen für Demokratie oft noch Luft nach oben hätte und sicher zu einer weiteren Stärkung von Demokratiekompetenzen führen würde. Schauen wir auf die nächste Folie. Ja, das Verständnis von Partizipation, und da rede ich ja zu Leuten, die sich vielfach viel, viel besser auskennen bei dem Thema als ich, hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr verändert. Von der politischen Teilhabe ist es hingegangen zu am Verständnis, dass Partizipation quasi alle Lebensbereiche betreffen kann und durchdringen kann. Was aber Partizipation immer als Grundprinzip mit sich bringt, ist auf der einen Seite die Bereitschaft, Macht abzugeben und auf der anderen Seite die Bereitschaft, sich zu engagieren. Und das ist wieder quasi quasi der Rückschluss auf diese zwei Säulen, die ich am Anfang erwähnt habe, dass es auf der einen Seite quasi den Bürger, die Bürgerin braucht, die bereit ist, sich zu engagieren, und auf der anderen Seite eben quasi die Struktur. Und da gibt es eben diese Wechselwirkungen, über die wir vorhin schon geredet haben. Auf der nächsten Folie, nur ganz kurz, einfach weil es auch zum Thema des heutigen Abends passt, Partizipation kann eigentlich wirklich überall passieren. Wie ihr seht, findet ihr es in der Arbeitswelt genauso wie in der Politik, in der Pädagogik, in der Architektur, in der Forschung, in der Kunst, in der Freizeit mit den vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Leute durchführen. Und das ist natürlich bei weitem nicht vollständig, sondern nur so
ein kleiner Blick drauf. Und ich habe kurz ins Programm geschaut. Die Projekte, die ihr vorstellt, sind ja in ganz unterschiedlichen dieser Bereiche angesiedelt. Und ihr deckt mit dem, was ihr da heute präsentiert, ja auch schon eine große Vielfalt ab eigentlich. Auf der nächsten Folie, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, nur nochmal eine andere Möglichkeit, die Partizipationsformen einzuteilen. Die sind politisch, nicht politisch, formal, informal. Man kann einzeln oder als Gruppe ein Beteiligungsprojekt starten. Es kann persönlich, schriftlich übers Internet oder über Repräsentanz gehen. Und das ist bei weitem nicht vollständig. Das könnte man natürlich noch viel weiter in die Tiefe verfeinern. Ja, so wie ich vorhin über die Qualität der Demokratie kurz geredet habe, kann man natürlich über Partizipation, die Qualität der Partizipation und die Stufen der Partizipation viel reden. Viele von euch werden wahrscheinlich die unterschiedlichsten Arten von Partizipationsleitern und Stufenleitern kennen. In meinem Alltag erlaube ich mir oft, dass ich diese sehr, sehr einfache Version verwende, um zum Beispiel abzuchecken, auf welcher Stufe ihr Projekt gerade tatsächlich konzipiert habe und welche dieser Stufen ich quasi erreiche, ob ich mich quasi, indem ich nur informiere und Mitsprache ermögliche in einem bestimmten Bereich, quasi mich noch in einer unechten Art der Partizipation, in einer Vorstufe von Partizipation befinde, oder ob ich mich tatsächlich schon in einer echten Form der Partizipation befinde, wo es um Mitentscheidung, Mitbeteiligung und möglicherweise sogar Selbstverwaltung geht. Das bedeutet jetzt nicht immer, dass Selbstverwaltung auf Stufe 5 das absolute Maximum ist. Ich glaube, das muss man sich halt immer überlegen, was gerade für den jeweiligen Kontext angemessen ist. Und es bedeutet auch nicht immer, dass das Ergebnis auf der Stufe 5 das Beste ist. Man könnte ja auf der Stufe 3 oder 4 ein besseres Ergebnis erzielen vielleicht als auf der Stufe 5. Das ist nur so die Möglichkeit, einfach sich ein bisschen Gedanken zu machen, welche Art der Beteiligung ermögliche ich im jeweiligen Kontext. Was mir ganz, ganz wichtig ist, ich komme eben aus der Menschenrechtsbewegung und ich finde, es wird oft vernachlässigt, dass Partizipation ein Recht ist. Und zwar jede Art der Partizipation, nicht nur die klassische bürgerliche und politische Partizipation, wo es ums Wahlrecht geht, sondern dass tatsächlich diese Beteiligung, die Ermöglichung von Beteiligung eine Kernaufgabe des Staates ist. Wenn man sich die internationalen Dokumente anschaut, Partizipationsrechte findet man in allen relevanten Dokumenten. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist die Hälfte der Menschenrechtsartikel in irgendeiner Form verbunden mit Partizipationsrechten. Genauso in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Und das hat sich dann fortgesetzt in die nationalen Verfassungen und in unzählige Gesetze, Verordnungen etc. und auch in diese Aufgabe des Staates, eine lebendige Zivilgesellschaft zu fördern. Da ist meiner Meinung nach der größte Knackpunkt und die größte Herausforderung und auch das, wo man den Staat am meisten in die Pflicht nehmen muss. Und unter Staat verstehe ich die unterschiedlichen Einheiten, also bis hinunter in die Gemeinden, der Zugang, der gleichberechtigte, die diskriminierungsfreie Zugang zur Partizipation, wo es, glaube ich, auch noch relativ viel Luft nach oben gibt und wo wir sehr darauf aufpassen müssen, dass Partizipation nicht zu einem Projekt der Elite wird, sondern dass sie tatsächlich so viele wie möglich mit einbezieht. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Recht auf Partizipation, das wird eigentlich von recht vielen anderen Menschenrechten ummantelt, kann man sagen, weil das Recht auf Partizipation braucht einfach rundherum alle möglichen anderen Rechte, damit es quasi in seiner vollen Dimension zum Tragen kommen kann. Das beinhaltet ganz banal das Recht auf Freizeit und Erholung, die Zeit zu haben, sich irgendwo zu engagieren und zu wissen, dass sich das ausgeht. Die ist einfach total wichtig. Wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe und überhaupt keine Luft, dann werde ich auch keine Zeit und keine Muße für Partizipation haben. Das Recht auf Bildung. Wie soll ich mich für meine Rechte und für die Rechte anderer Menschen einsetzen, wenn ich nicht über meine Rechte Bescheid weiß? Das heißt, da gibt es ganz, ganz viel rundherum
was dieses Recht auf Partizipation quasi unterfüttert und was ganz, ganz wichtig ist und wo man darauf achten muss, dass es auch ermöglicht wird. Ganz zum Schluss noch, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, es ist ein Recht, man muss nicht weiter darüber nachdenken, Partizipation soll sein, weil es einfach rechtlich verankert ist und wichtig ist. Was bringt es denn eigentlich? Es bringt total viel. Also wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel je früher Partizipationserfahrungen passieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sich später auch engagiert. Das heißt, wenn Kinder und Jugendliche in der Schule zum Beispiel erleben, dass Veränderungen möglich sind, dass ihre Stimme gehört wird, dann sind sie später aufgrund dieser positiven Erfahrung viel mehr bereit, sich in die Gemeinschaft einzubringen, sind sie viel mehr bereit, dieses Wir-Gefühl zu stärken. Das heißt, es bringt tatsächlich was. Ich habe es jetzt da anhand der Jugendpartizipation, weil auch viele junge Menschen da sind, expliziert, aber es betrifft natürlich alle Altersgruppen. Partizipation soll ja eigentlich nicht nur für Jugendliche sein, sondern das betrifft ja alle Altersgruppen. Aber über Partizipation erwerben nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern natürlich wir alle demokratische Kompetenzen, weil Beteiligung immer Aushandlungsprozesse beinhaltet. Es erhöht sich die Eigenverantwortung, die Mitverantwortung, die Identifikation mit dem, womit man sich auseinandersetzt, wird gestärkt. Das heißt, ob das jetzt die Gemeinde ist oder die Schule, es entsteht so etwas wie ein Wir-Gefühl. Natürlich ist oft so, weil ja Partizipationsprojekte dann vielfach generationenübergreifend sind, dass es auch einen großen Anteil dann hat an intergenerativen Lernen. Und ihr seht es gibt noch ganz viele weitere gute Argumente, warum und wieso Partizipation wichtig sind. Mir besonders wichtig ist immer auch, dass Partizipationsprojekte eigentlich derzeit auch ganz wichtig sind, deswegen, weil sie halt einen Gegenpol bilden können zu dem, erstens, dass wir schwindende Wahlbeteiligung haben und die Distanz zur Politik sich vergrößert. Da kann Beteiligung ganz viel quasi Gegenbewegung sein. Und andererseits haben wir nicht nur schwindende Wahlbeteiligung, sondern wir haben auch ganz, ganz viele Bürger und Bürgerinnen, die ausgeschlossen sind von politischen Prozessen. Und die reinzuholen über quasi inklusive Ansätze in der Beteiligung, das stärkt definitiv den Zusammenhalt, weil dann erfahren diese Leute natürlich auch, dass sich wer für sie interessiert, dass sie für die Gesellschaft relevant sind und fühlen sich halt auch aufgehoben in diesem Wir, das ja ein möglichst umfassendes sein soll. Ja, zum Schluss möchte ich ganz kurz eine Mini-Werbeeinschaltung machen. Wer sich für Themen der Demokratie, der Menschenrechte und der Partizipation interessiert, gerne auf unsere Website schauen. Zentrum Polis Politik Lernen in der Schule hat einen großen Online-Shop, wo man Materialien meistens kostenlos oder extrem günstig beziehen kann. Wir haben eine große Unterrichtsmaterialien, Datenbank auch. Und wenn ihr seht, ich weiß nicht, ob man es bis nach hinten sieht, was unsere letzten Titel waren, dann sind in fast allen Bereichen eigentlich Partizipationsaspekte drinnen. Wenn es ums Thema Ernährungssouveränität geht, dann kommen da natürlich Dinge vor wie der Ernährungsrat, dann kommen Dinge vor wie ein Mitmachladen. Wenn es ums Thema Wahlen und Wählen geht, geht es natürlich um den Zugang zur Wahl. Wenn es um die Dekolonisierung des Wissens geht, geht es um Black Lives Matters. Also das heißt, es gibt eigentlich fast kein Thema, glaube ich, in unserem Shop, das nicht in irgendeiner Form oder auf unserer Website, ich sage jetzt Shop, weil das der Bereich ist, wo ihr euch die Sachen downloaden könnt, aber auf unserer Website ja nicht in irgendeiner Form mit Partizipation zu tun hat. Ich lade euch herzlich ein, euch da mal umzuschauen. Ja, und ich bin politische Bildnerin und ich kann mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn so viele Leute irgendwo sitzen, dass ich eine Übung mit euch mache. Das gehört für mich irgendwie dazu. Und ich würde euch gerne einladen zu einer Übung, die sehr, sehr einfach ist, die sich mit Partizipation in der Familie beschäftigt.
und die ja sehr wandelbar ist, die man in ganz unterschiedlichen Kontexten einsetzen kann. So quasi entweder als Partyspiel, genauso wie beim Elternabend oder wenn man irgendwie andere Abstimmungen machen möchte. Es geht ganz easy. Manche von euch haben auf ihrem Sitz ein Kuvert vorgefunden und andere von euch haben irgendwie Kuverts am Ende der Bänke liegen. Damit wir die Übung machen können, sollte jetzt jeder sein Kuvert in die Hand nehmen. In dem Kuvert befinden sich zwei Karten. Und ich habe euch einen kleinen Spickzettel gemacht. Die rote Karte steht für die Eltern, die grüne Karte steht für die Kinder und beide gemeinsam stehen eben für Kinder und Eltern. Die Übung nennt sich Wer bestimmt und beschäftigt sie mit den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Ich reiße sie nur ganz kurz an. Es dauert 2 Minuten. Ich stelle euch eine Frage und je nachdem, welche Antwort ihr darauf geben wollt, Eltern, Kind oder gemeinsam, hebt ihr die rote, grüne oder beide Karten. Wir fangen mit ganz was Einfachem an. Ich stelle es so, als wärt ihr Kinder, ihr sagt aber die Antwort so, wie ihr sie denkt. Ja? Wer soll entscheiden, ob du allein zu Hause bleiben kannst, wenn deine Familie zum Einkaufen geht, wenn du 5 Jahre alt bist? Wer soll das entscheiden? Die Übung macht man in Stille und schaut sich einfach um. Und wer soll das entscheiden, ob du allein zum Einkaufen gehen kannst, wenn du, ob du zu Hause bleiben kannst, wenn die Familie einkaufen geht, wenn du 10 Jahre alt bist? Und wer soll das entscheiden, wenn du 15 Jahre alt bist? Ihr seht, es hat sich extrem verändert. Und ich sehe auch einen Generationen-Gap beim Antworten. Und ich weiß, ich bin ein bisschen über der Zeit. Ich würde einfach nur noch eins kurz machen und alle anderen könnt ihr dann zu Hause durchschauen. Dauerbrenner in Familien, wer soll entscheiden, ob du dich vegetarisch ernähren sollst, wenn du 4 Jahre alt bist? Das geht nicht so schnell, da muss man nachdenken. Ja. Und wer soll entscheiden, ob du dich vegetarisch ernähren sollst, wenn du 8 Jahre alt bist? Und wer soll das entscheiden, wenn du 13 Jahre alt bist? Ja, hat sich sehr verändert. Ja, aber ihr seht, was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass man über Partizipation und Beteiligung eben schon sehr früh nachdenken kann und dass es tatsächlich auch überall Platz hat. Ja, und damit sage ich Danke und wünsche uns allen noch eine schöne Nacht.